Trading-Zertifikate für jede Richtung unter der seltsamen Video. Mitte September notiert der DAX gerade rund 2000 Punkte unter seinem Allzeithoch von Anfang April. Bietet dieses Niveau Einstiegschancen, oder könnte an den Finanzmärkten in den kommenden Monaten weiteres Ungemach drohen? Oder sollten sich Anleger auf einen schwankungsintensiven Seitwärtsmarkt einstellen? Mit Zertifikaten können Investoren in sämtlichen Richtungen positive Renditen erzielen. Erinnern Sie sich noch an den März 2009? Damals endete an den Aktienmärkten eine Bässe, die es in sich hatte. Der deutsche Aktienindex war in etwa 15 Monaten von etwas mehr als 8000 Punkten ausgehend um mehr als die Hälfte eingebrochen und markierte sein Tief bei 3666 Zählern. Zuvor hatte die Finanz- und Wirtschaftskrise, die am US-Immobilienmarkt ausgelöst worden war und in der Insolvenz der Investmentbank Lehman Brothers gipfelte, die Finanzmärkte kräftig durcheinander gewirbelt. Die Krise fand ihren Höhepunkt im Herbst 2008. Doch der Ausverkauf an den Börsen dauerte bis März 2009. Danach stiegen die Aktienkurse. In gut 6 Jahren hatte sich der DAX gerade mehr als verdreifacht, ehe eine heftige Kurskorrektur einsetzte. Wie ist dieser Kursrückgang zu werten? Gemessen vom Allzeithoch von Anfang April 2015 bei 12.378 Punkten verlor der DAX gerade in der Spitze mehr als 20%. Im August beschleunigte sich die Talfahrt, als die Konjunktursorgen hinsichtlich China zunahmen. Zuletzt stabilisierten sich die bedeutenden Aktienmärkte etwas. Natürlich ging der mehrjährige Aufschwung nicht ohne Rücksetzer vonstatten. Wie ein Blick auf den 10-Jahre-Chart verdeutlicht, verlor der DAX gerade häufig binnen kurzer Zeit 10% oder mehr. Oft waren Sorgen um die Stabilität des Euroraums der Auslöser. Mitte 2011 etwa büßte der Index binnen kurzer Zeit mehr als 2000 Punkte ein. Auch in den Folgejahren, vor allem 2014, kam es zu teils spürbaren Ausverkäufen. Doch gerade das Auf und Ab an den Aktienmärkten ist es, was Anlegern Chancen bietet. Nach deutlichen Kursanstiegen waren beispielsweise mit Reverse-Bonus-Zertifikaten hohe Renditen möglich. Und nach Kurskorrekturen boten Bonus, Care-Bonus und auch Discount-Zertifikate attraktive Chancen. Hinzu kam, dass auch die implizite Volatilität nach Kursrücksetzern häufig anspringt, was die Konditionen vieler Zertifikate verbessert. Wie wir in unserer Titelgeschichte zeigen werden, können Anleger mit Zertifikaten von Goldman Sachs in verschiedenen Szenarien erfolgreich sein. Bei Erwartung einer Aufwärtsbewegung sind beispielsweise Bonuszertifikate ein geeignetes Mittel. Rechnen nach einem mehrjährigen Aufschwung gab der deutsche Aktienindex in den vergangenen Wochen deutlich nach. Start: 22. September 2005, Stand 22. September 2015. Quelle: Bloomberg. Anleger eher mit einem Seitwärtstrend, bieten sich Discount- oder Care-Bonus-Zertifikate an. Wer einen rückläufigen DAX-Grad erwartet, könnte in Reverse- und Cap-Reverse-Bonus-Zertifikaten die passenden Produkte finden. Natürlich lassen sich die entsprechenden Markterwartungen auch mit Hebelprodukten umsetzen. Auf den DAX-Grad ist das Angebot an Optionsscheinen, Mini-Futures und Turbos so groß wie bei keinem anderen Basiswert. Aufwärts oder seitwärts, Bonuszertifikate doch zurück zu den Anlagezertifikaten. Für Anleger, die mit steigenden Kursen bei deutschen Standardwerten rechnen, bieten klassische Bonuszertifikate eine interessante Möglichkeit. Diese Produkte kombinieren eine Teilabsicherung mit einer Chance auf eine Bonuszahlung am Laufzeitende sowie mit unbegrenzter Partizipation an steigenden Basiswertkursen. Welche der Eigenschaften im Vordergrund steht, hängt letztlich von der Ausstattung des Zertifikats ab. Bei Erwartung eines weiteren Aufwärtstrends sollte der unbegrenzten Partizipationsmöglichkeit ein entsprechender Stellenwert eingeräumt werden. Das heißt, der Bonuslevel sollte nicht zu weit vom Kurs des Basiswerts entfernt sein. Denn liegt der Anleger mit seiner Erwartung steigender Kurse richtig, so besteht eine realistische Chance,
dass der Basiswert während der Laufzeit auf ein höheres Niveau klettert. Die Bonusrendite mag bei einem solchen Produkt zwar etwas geringer sein, dafür besteht aber eine größere Chance auf eine über dem Bonusbetrag liegende Rückzahlung. Hinzu kommt, dass ein solches Zertifikat zumeist einen vergleichsweise komfortablen Risikopuffer bietet, da der Kurs des Basiswerts in deutlichem Abstand zur Barriere notiert. Ein Beispiel wäre das DAX-Grad-Bonus-Zertifikat mit der WKNGL30UZ, siehe Screenshot. Es hatte am 10. September 2015 einen Briefkurs von 105,83 Euro. Der DAX-Grad notierte zu dieser Zeit bei etwa 10.274 Punkten. So beträgt das Aufgeld 3%. Das bedeutet, dass das Bonuszertifikat um diesen Betrag teurer ist als der Kauf der gleichen Menge des Basiswerts beispielsweise über ein Open-End-Zertifikat. Bei einer Laufzeit von weniger als einem Jahr ist das annualisierte Aufgeld zahlenmäßig größer. Es beläuft sich auf etwa 4% PA. Der Bonuslevel des Zertifikats beträgt 11.000 Punkte, die Barriere liegt bei 8.600 Punkten. Für den Inhaber des Produkts heißt das folgendes: Notiert der DAX-Grad bis zum letzten Bewertungstag am 17. Juni 2016 stets oberhalb der Barriere, bekommt der Anleger nach Laufzeiten mindestens den Bonusbetrag von 110 Euro ausbezahlt. Das entsprach am 10. September einer Bonusrendite von 4,97% PA. Bei dieser und sämtlichen weiteren Renditeangaben gilt es, den Einfluss von Transaktionskosten und sonstigen Gebühren zu beachten, siehe Seite 35. Der Auszahlungsbetrag kann sich jedoch erhöhen, wenn der DAX-Grad am letzten Bewertungstag über 11.000 Punkten notiert. Dann bekommt der Anleger ein Hundertstel des Indexstandes ausbezahlt. Bei einem Kurs von 12.000 Punkten wären das beispielsweise 120 Euro. Um eine Rendite zu erzielen, die über der Bonusrendite liegt, müsste der DAX-Grad in einem Dreivierteljahr um etwa 7,1% steigen. Den Gewinnchancen stehen wie bei allen Investmentprodukten auch Verlustrisiken gegenüber. Zu Verlusten kann es kommen, wenn der DAX-Grad auf 8.600 Punkte oder darunter fällt. Dann geht die Teilabsicherung des Zertifikats verloren und auch die Chance auf den Bonus ist dahin. Bei Fälligkeit wird dem Investor dann ein Hundertstel des Indexstandes ausbezahlt. Es kommt zu Verlusten, wenn der DAX-Grad nach einer Barriereverletzung am letzten Bewertungstag unter 10.583 Punkten notiert. Auch bei einer Seitwärtsbewegung des DAX-Grad oder eines anderen Basiswerts sind Bonusprodukte vorteilhaft, vor allem Bonuszertifikate mit Cap. Sie weisen gegenüber ungekappten Bonuszertifikaten einen Unterschied auf. Die Partizipation an steigenden Basiswertkursen ist von vornherein durch einen Cap begrenzt. Dafür ist in der Regel der Puffer oder der Bonusbetrag größer als bei einem vergleichbaren Bonuszertifikat ohne Cap. Der Cap ist meist mit dem Bonuslevel identisch. Daher entspricht der Bonusbetrag für gewöhnlich auch dem maximal möglichen Auszahlungsbetrag des Zertifikats. Zu Verlusten kann es bei Cap-Bonuszertifikaten ebenfalls kommen, wenn der Basiswert die Barriere berührt oder unterschreitet. Seitwärts: Discount-Zertifikate. Auch Discount-Zertifikate spielen in Seitwärtstrends ihre Stärken aus. Mit diesen Produkten können Anleger günstiger in den DAX-Grad oder einen anderen Basiswert einsteigen. Im Gegenzug begrenzt auch hier ein Cap die maximal mögliche Auszahlungssumme. Das Eurostoxx 50 Grad Discount-Zertifikat mit der WKNGL3JRA ist mit einem Cap von 3000 Punkten ausgestattet. Am Laufzeitende erhält der Inhaber maximal 30 Euro ausbezahlt. Das heißt, solange der Index am letzten Bewertungstag bei 3000 Punkten oder darüber notiert, steht dem Anleger der Maximalbetrag zu. Das Besondere:
da der Index am 10. September 2015 bei 3.243 Punkten notierte, erhalten Inhaber dieses Zertifikats den Maximalbetrag auch dann, wenn der Euro-Stoch 50 Grad bis zum 29. April 2016 leicht nachgibt, aber am letzten Bewertungstag nicht. Unter 3.000 Punkten steht, bei einem Briefkurs von 28,42 Euro ist ein Gewinn von maximal 8,7% PA möglich. Da der Index über dem CAC notiert, entspricht die Maximalrendite gleichzeitig der Seitwärtsrendite, also der Rendite, die Anleger bei einer unveränderten Notiz des Basiswerts erzielen. Der Discount von 12,37% hat gleichzeitig die Funktion eines Risikopuffers. Solange der Euroland-Index nicht stärker an Wert verliert, bleibt der Inhaber des Discount-Zertifikats von Verlusten verschont. Seitwärts oder abwärts, Reverse-Bonus-Zertifikate. Eine positive Seitwärtsrendite können Investoren auch mit Reverse-Bonus-Zertifikaten erzielen. Diese Produkte eignen sich vor allem in fallenden Märkten. Sie funktionieren quasi umgekehrt wie gewöhnliche Bonuszertifikate. Auch hier gibt es die Varianten mit und ohne CAP. Der Anleger nimmt prinzipiell positiv an fallenden Kursen des zugrunde liegenden Basiswerts teil. Die Barriere liegt anfangs oberhalb, der Bonuslevel gewöhnlich unterhalb des Basiswertkurses. Der Käufer eines solchen Produkts erhält also eine Teilabsicherung gegen steigende Basiswertpreise. Das bedeutet, solange der Basiswert unterhalb der Barriere verweilt, steht dem Inhaber mindestens der Bonusbetrag zu, wie das folgende Beispiel zeigt. Bei dem CAP Reverse Bonus Zertifikat auf den DAX Grad WKNGL05Y4 nimmt der Anleger ausgehend vom Reverse Level von 17.300 Punkten positiv anfallenden DAX Grad Kursen teil. Verharrt der Index permanent unter der Barriere von 13.200 Punkten, hält der Zertifikatsinhaber bei Fälligkeit den Bonusbetrag von 145,80 Euro gleich, Reverse Level, Bonuslevel, X-Bezugsverhältnis gleich, 17.300 Euro. 2.720 Euro, x 0,01. Der Bonusbetrag ist gleichzeitig der maximale Auszahlungsbetrag, da der CAC dem Bonuslevel entspricht. Zu Verlusten kann es kommen, wenn der DAX-Grad auf ein Niveau von 13.200 Euro oder darüber steigt. Dann steht dem Investor ebenfalls die Differenz aus Reverse Level und DAX-Grad-Kurs zu, die dann jedoch geringer ausfällt. Bei einem Kurs von beispielsweise 13.500 Euro wären es lediglich 38 Euro gleich, 17.300 Euro minus 13.500 Euro, x 0,01. Der Briefkurs am 10. September 2015 betrug 125,03 Euro. Bei einem DAX-Grad-Kurs von 17.300 Punkten oder mehr am letzten Bewertungstag entsteht dem Anleger ein Totalverlust. Reverse-Bonus-Zertifikate, deren Reverse-Level bei weniger als dem Doppelten des Basiswertkurses liegt, entfalten eine Hebelwirkung. Der Hebel fällt dabei umso größer aus, je geringer der Abstand zwischen Basiswertkurs und Reverse Level ist. Auch ein geringer Abstand zur Barriere kann den Hebel erhöhen, siehe hierzu auch Know-how, Heft 9, 20, 15. Sämtliche Zertifikate können Anleger während der Laufzeit börsentäglich im sogenannten Sekundärmarkt kaufen und verkaufen. Es ist also nicht nötig, die Produkte bis zum Laufzeitende zu behalten. Während der Laufzeit reagiert der Kurs des Zertifikats allerdings nicht nur auf Kursveränderungen des Basiswerts.